Hallo zusammen. Ganz viele von euch trauen sich schon ran an das Thema Aufbereitung von alten Möbeln, aber viele von euch haben noch Respekt vor dem Polstern von alten Möbeln. Und ich habe diese Videoreihe gemacht, um euch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Ich selbst bin absoluter Laie, was das Thema Polstern angeht. Und ich möchte euch im Folgenden zeigen, dass selbst ich es hinbekomme, das ein oder andere Sitzmöbel wieder gesellschaftsfähig zu machen. Dabei haben die Videos überhaupt nicht den Anspruch, euch zu zeigen, wie ein Polsterer, ein Profi vorgehen würde, sondern ich möchte euch zeigen, wie auch ihr als Laien es hinbekommen, mit ein bisschen Mut und möglichst wenig Aufwand und möglichst wenig Material eure alten Sitzmöbel wieder so aufzubereiten, dass sie wieder schön bei euch in euer Zuhause passen. Auf diesem und auf den nächsten drei Videos könnt ihr sehen, wie ich insgesamt 4 Polsterobjekte aufbereite und dabei steigt mit jedem Video die Schwierigkeitsstufe so ein bisschen an. Und auf meiner Webseite findet ihr wie immer alle 4 Anleitungen ganz ausführlich. Also wenn ihr Lust habt, dann schaut auch mal auf meiner Webseite vorbei. Ganz vorweg möchte ich sagen, dass ich alle Materialien, die ich in diesem und in den nächsten Videos verwende, von polstereibedarfonline.de kostenlos zur Verfügung gestellt habe. Danke dafür nochmal. Und es geht los mit einem ganz einfachen Hocker. Danach kommt ein Schuh mit Federkorb. Danach einer, der auch noch eine Rückenlehne hat. Und im letzten Video, da kommt dann die Kür. Da polstere ich nämlich einen völlig aufwendigen Sessel komplett neu. Und wenn ihr Lust habt, dann lasst uns loslegen. So, das ist also Polsterobjekt Nummer 1. Das ist Schwierigkeitsstufe 1. Ihr werdet gleich sehen, warum, weil so richtig von neu polstern kann man gar nicht sprechen. Das ist nämlich sehr einfach. Als allererstes, bevor ihr euer Material kauft, würde ich euch immer empfehlen, baut das Teil erstmal auseinander und guckt, was in dem Polster drin ist. Weil dann wisst ihr nämlich auch, was ihr überhaupt braucht. Ich weiß das auch nicht so genau bei meinen Objekten. Hier kann ich es mir denken, aber gerade bei den Folgeobjekten weiß ich überhaupt nicht, was da drin ist. Da muss ich mich auch überraschen lassen. Und als allererstes baue ich jetzt das Polster aus. Ihr könnt hier sehen, das Polster ist auf so einer Art Holzplatte wahrscheinlich drauf und das ist hier mit 4 Schrauben mit dem Untergestell von dem Stuhl befestigt. Und das als allererstes löse ich das jetzt raus. So, und jetzt müsste sich das, ja, ihr seht, ganz einfach lösen lassen. Jetzt haben wir hier das Polster und jetzt kann ich mir das eigentlich erst so richtig angucken. Wir haben hier anscheinend eine Pappe verklebt und hier ist dann der Stoff auf so eine Art Spanplatte getackert. Da kümmere ich mich gleich drum. Als erstes möchte ich aber jetzt mal das Untergestell von dem Stuhl schön neu machen, weil das kann ja so auch nicht bleiben. Schön ist das ja nicht. Ich zeige euch das jetzt aber nicht so im Detail, weil dafür habe ich andere Videos. Dafür gibt es meine Webseite, wo ich euch ganz viel über Möbelaufarbeitung zeige. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Hier zeige ich euch das nur im Schnelldurchlauf. Zuerst mache ich das ordentlich sauber. Dann schleife ich das so ein ganz bisschen an, vor allen Dingen die Ecken und Kanten. Dann kann ich das auch direkt schon mit Kreidefarbe streichen. Und das wär's. So, jetzt aber zurück zum Polster. Als allererstes muss ich jetzt hier diese Klammern, Tackerklammern rausnehmen. Das funktioniert am besten mit so einem, die sind auch schon sehr morsch, das funktioniert am besten mit so einem Nagelheber. Da könnt ihr relativ einfach drunter unter die Klammern und die dann raushebeln. Wenn die dann wirklich sehr schwer drin sind, dann kann man hier hinten noch mit dem Hammer draufschlagen, also die wirklich darunter kloppen und dann lassen sie sich lösen. Es ist etwas mühselig, aber muss sein, alle Klammern müssen raus. So, jetzt bin ich gleich durch. Eine noch. Die Reste kann man dann halt auch mit einer Zange entfernen. Einige sind gebrochen, da sieht man, dass das schon ein bisschen älter war. Die sind so morsch gewesen, dass hier kleine Teile übergeblieben sind. Da muss man halt aufpassen, dass man sich dann da nicht dran piekst. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze denn hier aussieht. Jetzt ist der Stoff weg und wir sehen, das ist doch recht einfach gemacht. Bei mir einfach nur eine Schaumstoffplatte, die ist so ein bisschen rund geschnitten und die ist einfach nur auf diese Holzplatte aufgeklebt worden. So, also relativ einfach, das jetzt nachzumachen. Theoretisch hätte ich auch direkt jetzt eine neue Platte nehmen können. Aber ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr es macht mit möglichst wenig Materialaufwand. Das heißt, ich behalte die Platte jetzt so bei, wie sie ist, obwohl es nur eine ganz billige Sperrholzplatte ist. Und da kommt jetzt neuer Schaumstoff drauf.
So, jetzt habe ich hier mein neues Polstermaterial. Ich habe hier so eine 3 cm dicke Platte und die muss ich mir jetzt zuschneiden. Dafür lege ich mir jetzt einfach die Holzplatte als Schablone hier drauf, weil es soll am Ende ja genauso groß werden. Dann zeichne ich mir das kurz an. Ich hoffe, dass der Stift auch malt. Ganz gut, ja. Und dann kann ich mir das ganz einfach mit dem Cuttermesser ausschneiden. Natürlich, je schärfer das ist, desto besser funktioniert das. So, jetzt haben wir hier die neue Platte. Jetzt war die alte Polsterung so ein bisschen angeschrägt. Also hier waren so ein bisschen die Ecken abgeschnitten. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich mache das jetzt so, wie man das auch so bei Polsterstühlen macht. Ich klebe jetzt erstmal diese Platte hier drauf und dann forme ich mir die Kanten mit Polstervlies noch schön aus. So, zum Aufkleben nimmt man hier so einen Sprühkleber. Der ist jetzt speziell für Polsterarbeiten geeignet. Und den muss man aufsprühen, ca. 20 bis 30 cm Entfernung. Und dann muss man den erstmal ein bisschen antrocknen lassen, bevor man dann die Teile zusammenpresst. Ich mache das jetzt hier auch nur so ein bisschen mittig. Punktuell reicht, war ja hier auch, damit ich mir den Fisch jetzt nicht mit versaue. So, und jetzt muss ich einen Moment warten. 5 Minuten sind um, jetzt kann ich die zwei Komponenten aufeinander drücken. Das dürfte halten. Und jetzt nehme ich mir ein Polstervlies, das ist sowas hier. Und damit möchte ich jetzt das Polster, das mache ich jetzt ein bisschen gemütlicher. Das schützt den Stoff, der dahinter drauf ist, beziehungsweise den Schaumstoff. Weil sonst, wenn man so ein Polstervlies nicht zwischen dem Schaumstoff und dem eigentlichen Polsterstoff hat, dann reibt man durch die Bewegung, die man auf dem Polster hat, den Schaumstoff auf. Vielleicht kennt ihr das schon mal, habt ihr schon mal gesehen, dass das dann so ganz körnig wird. Und das passiert nicht, wenn man so ein Polstervlies nimmt. Und außerdem kann man mit so einem Polstervlies dann auch ganz wunderbar die Ecken schön rund kriegen und braucht dann eben nicht den Schaumstoff vorher irgendwie anschneiden. Und den nehme ich mir jetzt also, ziehe den so ein bisschen um die Ecken rum und tacke den dann so punktuell schon mal fest. Hier an den Ecken schlage ich so ein bisschen ein, damit sich hier nicht so eine dicke Wulst ergibt. Ich ziehe das immer so ein bisschen, damit ich sicher sein kann, dass die Kanten auch so ein bisschen abgerundet werden darunter. Das überschüssige Material schneide ich jetzt hier ab, weil das brauchen wir am Ende nicht. So ein bisschen knapp da hinter den Tackernadeln. So, jetzt drehen wir das Ganze mal um und gucken mal, wie das aussieht. Das sieht dann so aus. Schon mal ganz schön, aber was jetzt fehlt, ist natürlich der Stoff. So, dafür habe ich mir jetzt so einen Stoff hier ausgesucht. Ich habe den auch schon grob zugeschnitten und den lege ich mir jetzt hier so drauf, wie ich den hinterher auch fixiert haben möchte. Das ist bei Musterstoffen immer ein bisschen schwierig, beziehungsweise muss man darauf achten, dass die dann auch so drauf liegen, wie man die hinterher auch haben möchte auf der Sitzfläche. Wichtig ist, wenn ihr einen Musterstoff habt, der einen großen Rapport hat, also wo sich das Muster über eine große Fläche verteilt und sich erst dann wieder wiederholt, dann müsst ihr tendenziell mehr Stoff kaufen. Denn wenn ihr jetzt euch vorstellt, dann habt ihr die Blume hier, die aber eigentlich mittig auf den Sitz soll, dann habt ihr zu wenig Stoff, ich kriege das gar nicht dahin geschoben, wo ihr das haben möchtet. Also kauft bei einem großen Musterstoff möglichst mehr Stoff, als ihr eigentlich benötigt. Hier ist das jetzt nicht so schwierig. Hier sind diese kleinen Muster relativ klein und vor allen Dingen schön symmetrisch ausgerichtet, sodass ich hier genau sehen kann, an der Kante, bin ich jetzt gerade oder nicht. Und ich richte mir das jetzt hier so ein bisschen aus, so wie ich das hinterher haben möchte. So, ein bisschen korrigieren. Ja, sieht für mich ganz gut aus. Und jetzt muss ich mir das fixieren. Dafür kann man solche Polsternadeln nehmen. Die sind jetzt vielleicht für dieses Kissen etwas überdimensioniert, aber die sind dafür da, dass ich mir jetzt den Stoff so auf dem Polster fixieren kann, dass das nicht mehr verrutscht, wenn ich festhacke. Und das stecke ich mir jetzt einfach hier so ganz locker rein, damit gleich beim Umdrehen nichts verrutschen kann. Ich denke, das sollte reichen. Und jetzt drehe ich mir das Ganze um das festzutackern.
Das ist für euch immer der schwierigste Part. Also ihr habt immer am meisten Angst davor, am Ende wirklich den Stoff schöner drauf zu kriegen. Das kann ich verstehen, aber es kann ja erstmal gar nicht so viel passieren. Denn selbst wenn ihr das erstmal falsch drauf tackert, ihr könnt es immer noch wieder lösen und wieder neu positionieren. Ich zeige jetzt euch, worauf ihr achten solltet. Grundsätzlich ist es nämlich so, ihr müsst darauf achten, dass ihr einen Gegenzug schafft bei jeder Tackerklammer, die ihr einsetzt. Das heißt, ich werde mir jetzt zum Beispiel hier zuerst diese Seite fixieren und dann direkt danach die gegenüberliegende Seite. So kann ich vermeiden, dass sich das in sich verzieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Seite zuerst machen würde, dann kann es passieren, dass ich hier so eine diagonale Verschiebung kriege. So, ich lege jetzt mal hier los, worauf ihr dann achten sollt, wenn ihr zu fest zieht, so wie ich das jetzt hier mache, dann verzieht sich das Muster auch und das ist auch nicht gut. Eigentlich soll der Stoff auf dem Polster relativ locker aufliegen. Das heißt, ich gucke jetzt hier, wenn ich zu fest ziehe, merke ich, dass sich dann links und rechts neben meiner Hand quasi so kleine Wülste bilden. Das soll nicht sein. Das heißt, ich versuche das jetzt so fest, aber nicht zu fest hier zu fixieren und dann setze ich da eine Tackerklammer rein. Und das mache ich jetzt hier ein paar Zentimeter weiter auch. Erstmal für die erste Fixierung. Auch hier kann ich bei dem Muster ganz gut sehen, wenn ich das verzogen habe, hilft mir dann ein bisschen. So, und jetzt, wie gesagt, gehe ich auf die gegenüberliegende Seite und ziehe das auch stramm und gucke, dass ich dann hier auch nicht zu fest ziehe, aber dass ich hier irgendwie die Muster treffen mit der gegenüberliegenden Seite, dann weiß ich, ich bin noch gerade. So, jetzt haben wir das schon mal grob fixiert. Und jetzt mache ich das hier mit den gegenüberliegenden Seiten. Die mache ich jetzt erstmal nur in der Mitte fest und dann komme ich zu den Ecken. Drehe ich mir das erstmal aber nochmal um und kontrolliere. Jetzt kann man die Polsternadeln auch schon wieder rausnehmen. Fixiert sein sollte es jetzt ja. So, und jetzt kann ich gucken, ist das irgendwo, zum Beispiel hier könnt ihr vielleicht sehen, so eine ganz, ganz leichte Delle, die sich hier so bildet. Da habe ich, hier sehe ich schon direkt, dass da drunter die Tackerklammer liegt und hier auch. Ist es aber nicht schlimm, weil da kommen jetzt gleich noch viel mehr Tackerklammern rein. Insgesamt sieht das aber schon mal so ganz gut aus. Jetzt kommen wir zu den Ecken. Und die Ecken, vor denen fürchtet man sich immer am meisten, muss man aber eigentlich nicht wirklich. Ich zeige euch das jetzt mal, wie ich das mache. Und im Prinzip denkt einfach daran, ihr würdet ein Geschenk einpacken. Nämlich nicht, genau so funktioniert das. Ihr schlagt die Ecke möglichst ein, dass sich nur eine einzelne Falte ergibt, diese hier. Und dann muss man so ein bisschen spielen und so ein bisschen mit Gefühl und gucken, wie verhält sich das, zieht sich das dann oder nicht, wie kann man das am Ende lassen. So, und ich finde, so ist das jetzt in Ordnung. Der Stoff ist recht dick, deswegen muss ich hier eine dicke Kante bilden, aber es liegt jetzt alles flach an, es verzieht sich nichts, also fixiere ich jetzt mal. Wichtig war jetzt hier, dass hier nicht schon, ich habe hier nur mit einer Klammer fixiert, dass ich nicht hier schon fixiert hatte. Wenn hier der Stoff schon fixiert ist, dann kann es eben passieren, dass ihr mehr Probleme bekommt, das hinterher gerade hinzulegen. Aber so hat das ganz gut geklappt. Und das mache ich jetzt für alle vier Ecken. So, ich habe jetzt alle vier Ecken grob fixiert. Jetzt drehe ich mir das nochmal um und schaue mir an, wie das aussieht. Und jetzt sieht man ja teilweise noch so ein bisschen Unregelmäßigkeiten, weil, wie gesagt, überall da, wo die Tackerklammern ist, das ein bisschen strammer sitzt. Und genau deswegen gehe ich jetzt nochmal hin und ziehe mir rundum, genau zwischen den bisherigen Fixierungen, das so ein bisschen glatt, ein bisschen strammer und fixiere das. Und jetzt, wo das alles fixiert ist, werde ich jetzt zusehen, dass ich hier dieses ganze überschüssige Material
loswerde, weil das stört am Ende ja nur. Am besten eignet sich für sowas natürlich eine Stoffschere, die habe ich jetzt nicht zur Hand. Mit so einer guten Haushaltsschere geht es auch, aber Stoffschere wäre schon empfehlenswert. So, das sollte mir jetzt genügen. Jetzt habe ich möglichst viel von dem, was ich nicht brauche, hier weggeschnitten. Und jetzt fehlt nur noch das Finish. Ihr erinnert euch, ich hatte hier vorher so eine so ein Stück Pappe drauf. Das war nicht besonders schön. Und da gibt es eine schönere Lösung. Nämlich hier, das ist ein sogenanntes Spannvlies. Das kennt ihr bestimmt auch. Das ist unter Sesseln und so drunter. Und das tackere ich mir jetzt hier drauf, damit man eben hier schön dann von unten, der auch nicht mehr den ausgefransten Stoff sieht und so weiter. Ich muss jetzt hier nur gucken, hier sind die Löcher, wo ich hinterher die Sitzfläche wieder auf den Stuhl schraube, dass ich dann mir die gleich durchsteche, damit ich hinterher das nicht so schwer habe, das wieder anzuschrauben. Am Ende sieht das Ganze dann so aus. Ich habe hier nochmal die Ecken so ein bisschen abgeschnitten, weil die dann hoch standen. Aber so sieht das Ganze von der Rückseite dann auch schön sauber aus. So von vorne. Ich finde, es ist recht hübsch geworden und jetzt muss es nur noch eingebaut werden. So, jetzt ist das Untergestell auch fertig getrocknet. Also es hat tatsächlich 4 Anstriche gebraucht, bis es dann wirklich deckend war. Das ist aber ganz normal, weil die Oberfläche war extrem glatt, also so eine laminierte Oberfläche. Und solche Metallic-Anstriche sind grundsätzlich nicht so deckend wie andere Anstriche. Also alles gut, jetzt ist es deckend und jetzt braucht der Stuhl nur noch zusammengebaut werden. So, und dazu drehe ich mir das Polster um und versuche jetzt, die Löcher genau darüber zu stülpen, wo sie auch vorher waren. Jetzt ist das Ganze fest. Und jetzt kann ich das umdrehen. Und fertig ist der neue Hocker. Ihr seht, so schwer war das Ganze gar nicht. Ich finde es ein super Vorher-Nachher-Effekt. Von einem ollen Stuhl, der schon echt was mitgemacht hat, habe ich jetzt einen neuen schönen Dekostuhl. Der ist nicht besonders bequem, einfach weil es eine Holzplatte drunter ist. Und deshalb wird das zweite Polsterobjekt, was ich euch jetzt zeige, schon etwas schwieriger. Aber dafür um einiges bequemer.